Liebenswerten Menschen, falls ich euch mal die Frage stelle, wie weit kommt man mit einem Toyota Land Cruiser HZJ, also 6 Zylinder, 4,2 Liter Normalatmer? Ja, aus KS, wo immer da los ist, in Deutschland bis nach Kenia ohne Probleme. Ist auch komplett original, das Ding ist ein Linkslenker, Standardausführung, Behördenmodell. Mal gerade reingucken. Nicht zu intim, da steht hier am Parkplatz diese manuelle Fensterkurbel. Weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja, jetzt kann er sehen. So. Manuelle Fensterkurbel, kleiner Kühlschrank in der Mittelkonsole. Sandbleche, klarer Fall. Aber auch vernünftige Sandbleche montiert, ja. Direkt mit der Verlängerung vom Tanzania Jack befestigt. Das macht also alles sehr viel Sinn. So. Und so sieht das Auto aus. Das ist die ganz normale Standardbehördenausführung. Steht übrigens hier neben dem Bolero, der jetzt schon 20.000 Kilometer im Busch hinter sich hat und immer noch keine Macken. Ja? Ganz normales Auto. Wichtig ist, wenn ihr nach Afrika fahren wollt, verzichtet auf den Firlefanz. Ne? Also hier elektrische Fensterheber und so einfach rausstreichen aus der Liste. Alles, was in der Zubehörliste steht, wegstreichen, dann habt ihr ein Auto, was von alleine nach Afrika fährt.